Ein herzliches Willkommen hier aus dem verregneten Sao Paulo zum großen Preis von Brasilien. Eine coole Strecke, sehr, sehr spannend und unser WM-Fight um den Konstrukteurs-WM-Titel spitzt sich zu. Ich möchte hier natürlich das Maximum rausholen für unser Team, aber es ist ein bisschen tricky. Wir haben alle Komponenten getauscht und müssen von sehr weit hinten starten. Also drückt uns die Daumen, dass das Rennen sehr spektakulär wird. Abonniert gerne den Channel, im Regen wird sehr, sehr schwierig. Macht doch gerne Däumchen nach oben weg und gerne aktiviert auch gerne die Glocke. Hier haben wir die Strecke, 2 DRS-Zonen, 15 Kurven und viel mehr. Schaut später gerne vorbei, da kommt auch, oder schaut vorhin kam auch eine Hotlap, schaut auch gerne auf Instagram und auf TikTok vorbei. Das Link sind wie immer alle unten in der Bio. Aber, ja, es wird sehr tricky. Eine sehr, sehr regnerische Strecke, würde ich mal sagen. Und das wird für uns jetzt nicht einfacher. Wir sind zwar der Favorit hier, aber natürlich müssen wir hier uns richtig strecken, um damit vorne mitreden zu können. Das wird echt sehr, sehr spannend. Auch der WM-Fight in der reellen Formel 1 wird echt spannend. Es spitzt sich zu, die letzten 4 Rennen. Und wir werden auch natürlich da ein bisschen drüber reden. Aber zuerst jetzt mal die Startaufstellung. Gehen wir die Startaufstellung der Fahrer für das aufregende Rennen von heute durch. Lewis Hamilton startet heute von der Pole. Und Valtteri Bottas macht die erste Reihe komplett. Die restliche Startaufstellung sieht wie folgt aus. Verstappen, Leclerc, Sebastian Vettel und Raikkonen, Ricciardo, Norris, der Professor und Lance Stroll. Sainz, er hat eine Gridstrafe erhalten. Mick Schumacher, Pierre Gasly und Russell, Latifi, Ocon, Nikita Mazepin und Antonio Giovinazzi. Fernando Alonso, wegen einer früheren Gridstrafe wird er von weiter hinten starten. Und Yuki Tsunoda. Also dann, es wird Zeit. Wir schalten runter zur Strecke für das heutige Rennen. Das haben meine Kollegen sehr, sehr gut gemacht. Jetzt hier mal die 5 roten Lichter. Wir starten im Mittelfeld von P9. Also ich sage weiter hinten, wir haben nicht alles getauscht, aber es gibt da nach einem Tausch nur noch 5 letzte Strafen die Komponenten. Also wir gehen hier mal richtig hardcore in die erste Kurve rein, müssen aber hier natürlich sehr vorsichtig sein. Im Regen kann der kleinste Fehler schon Großes bewirken und so ist es auch bei uns. Ich halte mich hier noch ein bisschen zurück. Wir sind hier hinter den Lando Norris, Kimi Räikkönen Fraktion zurückgefallen oder sind hier dahinter. Das wird sehr, sehr tricky werden, hier überhaupt vorbeizukommen und da bremsen wir richtig rein. Da geht es Wheel an Wheel mit Kimi in die erste Kurve und ja, hier wurde natürlich auch vieles gefeiert auf dieser Strecke. Man muss sagen, der Weltmeistertitel von Vettel 2012, dieses packende WM-Finale, natürlich auch unter anderem ein sehr, sehr spannender Grand Prix 2019 mit dem jüngsten Podium der Formel 1 Geschichte, aber die Geschichte dazu könnt ihr auch gerne auf TikTok vorbeischauen, und natürlich auch viele WM-Titel wurden hier gefeiert, auch der Fast-Weltmeister Massa 2008 für 39 Sekunden, sehr, sehr tragisch die ganze Geschichte, aber ja, das ist leider der Sport, es gibt nur einen Winner, nur einer kann am Ende des Jahres Weltmeister werden. Und so kommen wir auch zu unserem Rennen dieses Wochenende. Im Sprint, ja, da ging es richtig ab beim Rennen. Und ja, Bottas hat sich da sehr, sehr bravourös die Pole gesichert. Aber es wird spannend zu sehen, wie die heute fahren werden. Also Taktik wird viel sein, aber natürlich auch der Start. Und natürlich auch dann, dass die Pace an sich, ich bin gespannt, wenn Mercedes oder Red Bull die Pace halten kann, die sie die letzten Rennen gehabt haben, dann wird es sehr schwierig für die Mercedes, weil ich mir nicht vorstellen kann, dass die dann das aufholen können. Das ist echt, die sind so verdammt schnell. Wir sind auf den 6. Platz vorgerückt und kleben hier schon an Sebastian Vettel dran, um mal hier in unser Rennen zurückzukommen. Konstrukteurstitel wird sehr, sehr schwierig, weil wir ja natürlich Verstappen jetzt auch, obwohl, ja doch, Verstappen ist Vierter, also Podium für beide wäre ziemlich cool, glaube ich, schaffen wir aber nicht. Hier muss ich einen Cut reinsetzen, ich bin da ein bisschen übers Gras und das war auch nicht optimal. Trotzdem, ja, es geht hier in die Kurve Nummer 9, die ist sehr tricky. So, aber jetzt kleben wir hier an Max Verstappen dran, unseren Teamkollegen. Das sollte uns eigentlich ein bisschen helfen, aber wir haben wirklich mal 3 Runden gebraucht, um uns hier nur annähernd dran zu arbeiten. Und ja, rückblickend, ich glaube, ich habe nur das Getriebe, ich weiß nicht genau, was ich gewechselt habe, aber es war anscheinend nicht gerade das meiste. Wir haben 90% am MGUK, das ist echt sehr, sehr viel. Und nein, nicht nur am MGUK, wir haben hier so, und wir sind hier in den
an die Spitze rangefahren. Ja, Hamilton fährt in der eigenen Liga, das ist echt weit weg. Aber ich denke mir mal, Bottas und auch Leclerc könnten wir uns halt noch klären. Ich finde das ziemlich cool. Blöd, dass der falsche Ferrari vorne ist, aber trotzdem, hier Bottas, reinbremsen in Kurve 12 und der Regen wird immer stärker. Man merkt es hier, es ist fast nicht mehr zum Unterlenken mit den Inters und unser Auto wird auch immer schlechter. Also unser SE hat 89%. Und so habe ich mich fast, ich wollte zuerst in die Box fahren, dachte mir so, nein, noch nicht, die Konkurrenz fährt noch nicht. Und ja, es wird ziemlich schwierig werden. Also Hamilton mit 2,9, ich habe mich echt gestreckt, aber der ist so schnell und im Regen, ich bin kein Regengott, muss ich sagen. Ich bin jetzt nicht gerade der größte, ich mag Regen schon zu fahren, aber ich bin jetzt nicht der größte Regenfahrer. Und so haben wir uns hier mal an Leclerc dran gerobbt und Hamilton ist schon mit 4 Sekunden weg. Ich kann nicht mal sagen, dass mich Leclerc eingebremst hat, weil ich konnte aus eigener Kraft so gut wie nicht mal dran fahren an Leclerc. Und das ist dann echt sehr, sehr schade, wenn man sieht, ja, man will es, aber man schafft es ehrlich gesagt auch nicht. Verstappen auf 4 ist auch gut. Ja, das wird heute echt sehr knapp. Also wir holen uns die Konstrukteurs-WM mit Mühen, sage ich mal. Also wir müssen uns da echt schon abstrampeln, um überhaupt Konstrukteursweltmeister zu werden. Und dann kommt hier dieser Move in der letzten Sekunde. Leclerc rechnet gar nicht damit. Und ja, ich hoffe natürlich auch, dass Verstappen noch an Leclerc vorbeigeht. Doppelpodium für die Red Bull wäre cool. Aber dann kam natürlich, was kommen musste. Der Regen wurde immer stärker. Und irgendwann gingen dann leider die Inters nicht mehr. Hier guck, ich sehe mal, diese Lacken, diese Pfützen stehen hier überall. Hamilton geht, ist schon reingegangen und ich habe eine Runde abgewartet, was sich aus, ja, kein Fehler rausgestellt hat, aber doch eher so mittelmäßig. Wir hätten vielleicht auch, ich dachte mir, vielleicht kann ich noch was rausholen, aber das hat nichts gebracht. Also unser Boxenstopp war okay, aber trotzdem, das hat leider eher nur Zeit gekostet, anstatt was es gebracht hat. Das war blöd. Aber auf solchen Fehlern lernt man. Wir kommen hier als Zweiter raus, das ist natürlich wichtig. Leclerc ganz knapp hinter uns. Der ist auch schon in der vorigen Runde reingefahren. Okay, und kann hier natürlich mit... Ja, das Gute ist, es ist Regen. Also man fährt hier nicht mit wärmeren Reifen schneller. Aber trotzdem. Kommen wir noch ein bisschen zu meinen Prediction für das heutige Rennen, was aktuell wahrscheinlich gerade läuft. Ich denke mir, es wird sehr spannend an der Spitze werden. Aber noch spannender wird es im Mittelfeld. Wenn Hamilton von 10 startet, kann ich mir gut vorstellen, dass der einen mega Aufholjagd starten wird. Also kann ich mir erdenken vielleicht, dass es hinten spannender wird. Wir haben gut aufgeholt, hier jetzt nochmal kurz zu unseren Rennen. Wir haben echt gut aufgeholt, 1,6 Sekunden auf Hamilton. Aber ja, jetzt allmählich lassen die Reifen nach und wir können auch die Pace nicht mehr richtig halten. Das ist natürlich schade. Wir waren knapp dran am Sieg, aber ich glaube nicht, dass ich das hier auch... Die Reifen sind viel zu heiß für die Regenbedingungen. Wir sind hier zwar echt knapp dran, aber das wird nicht reichen, um irgendwie noch reinzustechen. Wir müssen mal ins Ende... Also es gibt ja nicht mal DRS, also das ist sowieso für den Arsch. Also wir müssen aus eigener Kraft ohne DRS irgendwie noch an Hamilton vorbei und das ist unschaffbar. Auch mit den 1,2 Sekunden kann ich mir da nichts ausmalen. Ja, um nochmal da zurückzukommen. Ja, meine Prediction ist auf jeden Fall, es wird sehr spannend werden. Gerade im Mittelfeld auch, wenn Hamilton davon 10 aufholen muss. Bottas muss sich echt strecken, um Verstappen hinten zu halten, ein ganzes Rennen lang. Der mit dem overpowerten Red Bull. Also ich kann mir einfachere Jobs vorstellen. Aber ich denke mal, das ganze Rennen wird leider, wenn ich glaube nicht, dass es Bottas halten kann. Also es wird Verstappen gewinnen vor Bottas und Perez. Also Sainz wird das auch nicht halten können. Obwohl, er hat gestern echt guten Job bewiesen. Also Hamilton wird es maximal... Obwohl... Vielleicht schafft es der mit einer guten Strategie auf 4, würde ich sagen, aber mehr, denke ich mal, ist nicht drin. Hier, oh, es regnet im Kommandostand, das ist natürlich nicht gut für die Elektronik. Nein, Spaß, aber wir wissen, es wird sehr spannend werden, wenn es nicht in der ersten Kurve kracht. Das kann ich mir natürlich auch leider vorstellen. Trotzdem, ich bin sehr gespannt und ich hoffe natürlich, ihr seid dabei, wenn wir auch ein bisschen über das Rennen morgen oder später noch auf TikTok reden, könnt ihr euch gerne vorbeischauen. Vielen, vielen Dank fürs Zugucken und wir sehen uns hoffentlich später wieder. Oder vorhin, ein bisschen später sehen wir uns nicht wieder. Es ist sehr spät schon. Ich hoffe, wir sehen uns morgen wieder. Oder vorhin kam auch die Hotlap zu gerade diesem Grand Prix hier in Brasilien natürlich. Deswegen vielen Dank fürs Zugucken. Hamilton gewinnt hier vor uns, aber die WM-Chancen, die Konstrukteurs-WM-Chancen sind noch nicht vorbei. Der normale WM-Titel leider schon. Der Konstrukteurs-WM-Titel, den holen wir uns. Das sage ich euch. Wir holen den uns.
und mit allen Mitteln. Nein, Spaß, aber das war eine gute Leistung. Gucken wir uns mal an, wo eigentlich Verstappen ins Ziel gekommen ist, weil das wird auch von Wichtigkeit sein. Ja, Verstappen noch Fünfter, ist okay. Abonniert gerne den Channel. Nächste Woche wird es in Katar eine abgespeckte Version geben, weil es das Rennen leider nirgendwo gibt. Macht auch gerne ein Däumchen nach oben weg. Und schaut auch gerne auf Instagram, aber auch gerne auf TikTok vorbei. Vielen, vielen Dank fürs Zugucken. Da könnt ihr auch unter anderem das Team voten für die Hotlap. Danke fürs Zugucken, bis zum nächsten Mal und ciao.